And soon we are together. Don't Bei der ARD-TV-Serie Amore unter Palmen lässt Harry aus Bad Hall ganz Österreich am Leben teilhaben. Mit seiner Flexi hat er vor 3 Jahren die Liebe seines Lebens gefunden und jetzt auch heimlich geheiratet. Seine Amore lebt unter Palmen, Harry in Österreich, bald aber vereint. So, I call you at midnight apart. Okay. Das einzige Papier fällt uns noch am Standesamt. Wir wissen schon, dass die Verfahrensfehler gemacht haben, weil sonst war sie schon seit 2-3 Monaten da. Aber mein Gott, nein, manchmal geht was schief. Es hast 53 Jahre auf mich gewartet, dann kannst du in 2 Monaten oder in 1 Monat auch noch warten. Die 57-jährige Asiatin könnte bald First Lady werden. Harry will zur Bundespräsidentenwahl antreten. Diese Korruptionsscheiße und die Naturgeschichten und alles, was vertuscht wird, geht mir schon am Nerv. Und dann sind wir vor 3 Jahren auf die Idee gekommen, mein Team weltweit, ich soll das machen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Jetzt geht es darum, 6.000 Unterstützungserklärungen zu bekommen. Van der Bellen werde ich nicht schlagen können. Das ist logisch, meistens so. Aber ich sitze zumindest dort und dort in den Studios und kann ihn aufs Korn nehmen. Aber mit Stil. Weil ich ein bisschen intelligenter bin als er. Weil es sind Marionetten und nur in die eigene Taschenwirtschaft jeder Träger am Stecken. Ich meine, das geht für mich gar nicht. Nach Linz ist er für den Künstlerflohmarkt seiner Freundin Waltraud gekommen. Jetzt haben wir ein paar Bilder gemeinsam gemacht. Hinten sind Harry und Waltraud Bilder, Gemeinschaftswerke. Mein Professor zwar in Kirchdorf an der Krems hat gesagt, ich bin ein vollkommener Trottel, weil ich habe gar nichts. Und auf einmal verkauft sich der Krempe, was aber kein Krempe ist, weil es gibt Liebhaber, die gefallen sowas. Harry ist ein Tausendsasser, seine Interessen breit gefächert. Der Harry ist eigentlich grundsätzlich mal ein Protagonist, ein Schauspieler geworden. Der Harry war Personalchef von vielen prominenten Firmen. Der Harry macht nebenbei Musik, der Harry macht nebenbei Songschreiben, der Harry macht nebenbei Leute unterhalten, Kabarett und Sonstiges. Und immer hat er irgendwo einen Schmäh auf die Lippen. Tja, auch eine Kunst, alles unter einen Hut zu kriegen. Daran muss er sich als neuer Bundespräsident ohnehin gewöhnen. Ja.